Freunde, herzlich willkommen im Grillstudio, herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Heute gibt es was Leckeres aus dem Dutch Oven. Hier seht ihr es schon vor mir. Schweinefilet asiatisch mariniert mit ganz, ganz leckeren asiatischen Baked Beans. Alles aus dem Dutch Oven und wie das geht, seht ihr nach dem Intro. Für unser Asia-Träumchen, da brauchen wir wieder einen ganzen Arsch voll Zutaten. Da haben wir ein Schweinefilet, Bacon brauchen wir, Chili, Zwiebel, Knoblauch, Paprika, eine feine Ananas, Sambal, Oleg, Ingwer, jede Menge Bohnen, jedes Bündchen gibt ein Tönchen. Und dann haben wir Sojasauce, Sesamöl, Fischsoße, Ahornsirup, Panko-Mehl, braunen Zucker und Senf. Ja. Und wo viele Zutaten sind, müssen wir viel vorbereiten und das fangen wir jetzt an. Ja, ihr seht das Wetter, das macht heute nicht mehr so mit. Der Jahrhundertsommer, der angebliche, der ist vorbei. Naja, hilft ja nichts, mir grillen und datschen trotzdem. Bevor wir aber das Frieren anfangen, legen wir direkt los, dass wir ins warme Gartenhäusle können und ihr schaut aufs Brett. Ja, es regnet immer noch, der Flo ist immer noch im Regen. Hauptsache die Kamera bleibt trocken. Flo, da passt ihr auf, gell? Ja, jetzt war's schon. Es war doch nicht so viel, wie eigentlich vermutet. Wir schmeißen den Anzündkamin an. Wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt den Anzündkamin gestartet. Wir haben auch den Gussrost schon oben drauf gelegt. Und bevor die jetzt richtig durchgeglüht sind, müssen wir unsere Ananas schön anbraten, karamellisieren. Dafür legen wir sie da einfach drauf. Ja, und so machen wir das jetzt mit allen Ananasscheiben, bevor wir weitermachen. Es ist soweit, Anbraten Nummer 1 haben wir hinter uns gebracht. Jetzt bauen wir das Ganze um. Jetzt müssen wir den Dutch Oven vorheizen. Jetzt wird das ganze Zeug, was wir da im Kamin haben, einfach unter den Dutch Oven gestellt, gelegt. Ja. So, jetzt warten wir, dass der eine richtige Lunte kriegt und das müssen wir nämlich das Gemüse anbraten. Und wenn der so qualmt, der Dutch Oven, dann geben wir da ein ganzes kleingeschnittenes Zeug rein. Das wird jetzt schön angedünstet. Die Zwiebeln und die Paprika weich sind, geben wir da einen braunen Zucker ein und karamellisieren das Ganze. So, dann löschen wir das mit Bier ab. Und mit Barbecue-Soße. Dann nehmen wir die kleine wieder. Die kleine Gallone. Zwei Teelöffel Senf geben wir da noch rein. Und jetzt kommen sie. Die allseits beliebten und bekannten Kidneybohnen. Abgegossen logischerweise. Dann haben wir schöne weiße, große Cannellini-Bohnen. Und ganz, ganz feine, meine Favoriten im Übrigen, Wachtelbohnen. Das lassen wir jetzt 1,5 Stunden köcheln und die Zeit, die nehmen wir her und bereiten unser Schweinefilet vor. Das muss nämlich noch marinieren. Dann machen wir jetzt den Deckel auf, dann verteilen wir die Kohlen neu. 8 Stück unten, 16 oben, sind wir bei 24 Kohlen, 180 Grad, das ist super. 1,5 Stunden. Ja, wie ihr sehen könnt, die Ananas kommt später noch rein, die müssen wir noch klein schneiden und der Strunk muss raus, den kann keiner essen. Wir machen aber jetzt vorher das Schweinefilet, das müssen wir nämlich mindestens eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde marinieren. Und dafür habe ich jetzt schon mal braunen Zucker in der Schüssel. Dazu gebe ich jetzt 2 Esslöffel Sambal Oleg, ein bisschen weniger, dass sonst nachher die Schnutz wegbrennt. 2 Teelöffel Sesamöl, einen guten Schuss Ingwer, so, den Knoblauch, den restlichen, 1 Teelöffel Sojasauce, 1 Teelöffel Fischsoße, mischen wir mal durch da. Jetzt müssen wir natürlich noch das Schweinefilet herrichten. Dann schneiden wir bloß so die überstehende Fettfetzen schneiden wir weg. Fett muss weg, das ist wie bei mir, das müsst auch weg.
Die Sehne muss noch weg und dann geben wir da das Schweinefilet rein und marinieren das für ungefähr eine Stunde. Genauso machen wir jetzt noch ein zweites Schweinefilet und dann heißt es erst einmal abwarten, marinieren lassen und ja, genau, ihr wisst es genau, was kommt, Bier trinken. Inzwischen ist es soweit, die Kohlen sind verglüht, die ersten, die zweiten sind da drin und das, die Chance nützen wir jetzt auch, da müssen wir unsere Schweinefilets angrillen. Da, die schmeißen wir da auf den Gussrost. Und wenn das Ganze jetzt genügend Röstaromen angenommen hat, wenn ihr zufrieden seid, dann schmeißen wir das in den Dutch-Ofen und zwar jetzt. Das machen wir jetzt auch, aber bevor das Schweinefilet da reinkommt, müssen wir noch ein paar andere Sachen da reinmachen. Jetzt müssen wir Ahornsirup da reinmachen. Die schauen übrigens schon super verkocht aus. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Dann geben wir noch Panko-Mehl da rein. Sodala, Freunde. Das heißt, wir legen jetzt noch einmal kurz Kohlen nach. Das Schweinefilet müssen wir natürlich noch mit reinlegen. Und dann denke ich, sind wir so in maximal einer halben Stunde fertig. Deckel zu, Kohlen drauf und dann holla die Waldfee. Das Essen ist fertig. Jetzt schauen wir gemeinsam in den Dutch Oven und dann machen wir uns geschwind ein Tellerchen, ein paar Fotos und ein Fazit. Kommt mit! Ja, das Grünzeug, das tun wir jetzt einmal weg, Freunde. Jetzt wird probiert. Na, mit was fangen wir an? Mit den Baked Beans, hätte ich gesagt. Ja, da freue ich mich schon den ganzen Abend drauf. Meine Frau ist nämlich im Urlaub, die mag keine Bohnen. Viel mehr verträgt sie es nicht. Mögen die das ja eigentlich. Und das habe ich gleich direkt die Chance genutzt und Bohnen gemacht. Boah, hey. Das ist eine Ansage gegenüber dem normalen Baked Beans. Ist das geil. Freunde, richtig schön fruchtig, scharf, pfiffig durch das Sambal Oleg, durch die Chili, wo drin ist, also eine richtig geile Geschichte. Und dann noch ein richtig schönes, saftiges Stück Wasserbüffel, hätte ich fast gesagt, Schweinefilet dazu. Ach, ein Traum. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, Freunde. Macht's das nach, das ist der Wahnsinn. Ei. Wir können essen, solange es warm ist. Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen. Schreibt eure Kommentare gerne unten rein. Schreibt mal, wie es euch geschmeckt hat, falls ihr das nachgekocht habt. Und nächste Woche, Mittwoch früh um 6, sehen wir uns wieder. Bis dahin sagen mein Team und ich Servus. Zeichen. Okay, doch. Wir gehen essen, er geht bieseln, wir sind raus. Ciao. Gott mit dir, du Land der Bayern, deutsche Erde, Vaterland. Weil ich ein Profi bin, weil ich ein Profi bin, weil ich ein Doofi bin.